willkommen hier bei Gate to the Games zu einem neuen Card Opening von einem tatsächlich neuen Trading Card Game, und zwar das Final Fantasy Trading Card Game. Dafür haben wir hier heute das Starter Set. Und weil ich mich nicht so gut im Final Fantasy Universum auskenne, habe ich mir Unterstützung geholt vom lieben Sean. Das bin ich. Hallo. Ist Sean, den ihr da hört. Und der kennt sich relativ gut aus, der kennt sich nämlich mit dem Spiel aus und mit dem Final Fantasy Universum. Und ohne jetzt viel drum herum zu reden, würde ich sagen, öffnen wir das Pack, und wenn ich Fragen habe, beziehungsweise irgendwas nicht verstehe, werde ich einfach Sean fragen. So, mal gucken, was wir hier drin haben. Es lässt sich auf jeden Fall super leicht öffnen. Okay, sehr schön. Da in so einer schönen Plastikpackung. Tatsächlich besser als im Vergleich zu anderen TCGs, lässt sich relativ leicht öffnen. Ist hier ein bisschen zugeklebt, aber das ist kein Problem. Und da geht's auf. Wunderbar. Warte erstmal ab, bis du die Karten in der Hand hast. Die sind dermaßen hochwertig. Ja? Ja? Okay. Ich bin von Force of Will einiges gewöhnt an hochqualitativen Sachen. Hier haben wir auf jeden Fall einmal ein Spielfeld, also eine Spielmatte. Die will ich mir mal kurz ein bisschen angucken, dass wir ein bisschen sehen können, okay, wie scheint das Spiel aufgebaut zu sein. Okay, wir haben hier unten erstmal ein Spielfeld. Auf der Seite, dann haben wir hier eine Break-Zone, eine Deck-Zone, eine Damage-Zone. Das sieht sehr nach Vanguard aus, und der Rest des Spielfelds erinnert mich tatsächlich sehr stark an Force of Will. Und eine kleine Beschreibung haben wir natürlich auch, wie so ein Zug abläuft. Und das sieht sehr nach einer Yu-Gi-Oh!-Art aus, also mit einer Attack-Phase und zwei Main-Phases. Interessant. Dann haben wir hier eine kleine Starteranleitung. Wir haben übrigens die Idee, wenn ihr das wollt, dass wir auch mal so ein Zeigeduell machen von den Packs. Dann sagt einfach Bescheid, wenn ihr das sehen wollt, und dann organisieren wir das auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zu dem ganz interessanten Teil und den Teil, den alle Leute bei einem neuen TCG sehen wollen. Die Karten. Wunderschön. Und wir haben hier unser Starterpack mit dem Soldaten Cloud. Kannst ja mal ein bisschen was erzählen. Was gibt's denn für Kartentypen, während ich versuche, das hier zu öffnen? Das so. Geht sogar. Also es gibt einmal die Stürmer, die sind größtenteils dafür da, um anzugreifen. Manche haben auch noch zusätzliche Effekte. Okay, also sowas wie Kreaturen in anderen TCGs. Genau. Okay. Sowas wie hier gibt es ja bei Yu-Gi-Oh! Diese Fähigkeiten, die du aktivieren kannst. Ja. Und das gibt's hier auch, allerdings ist das so, dass du, ich glaube mal, dafür brauchte man Mana, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Okay, also auch ein Mana-basiertes Spiel, wahrscheinlich sind das hier die Kosten. Genau. Okay, hier haben wir Angriffspunkte, also wirkt sehr ähnlich wie schon fast eine Mischung aus einer Hearthstone und einer Vanguard-Karte, so ein bisschen sieht's aus. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Cloud, den haben wir sogar in mehrfacher Ausführung, also man hat viele Karten, wahrscheinlich auch vor allen Dingen die wichtigen Karten in mehrfacher Ausführung. Den sogar dreimal im Starterdeck. Ja, dreimal im Starterdeck. Das heißt, man ist auf jeden Fall da mit seiner Hauptkreatur schon gut gewidmet, beziehungsweise mit seinem Stürmer-Soldaten. Dann haben wir hier einmal Zangan. Das ist ein Unterstützer. Was ist denn ein Unterstützer? Unterstützer ist zum Beispiel dafür da, um Mana zu generieren. Ah, okay. Und ja, auch noch andere Effekte. Der hier hat, wie gesagt, auch noch einen Exburst. Okay. Wenn er das Spielfeld betritt, kann er was? Ja. Du kannst eine Karte suchen und auf deine Hand legen. Okay, also ein Sucher auch. Also praktisch Supportkarten. Das, was man halt erwartet, wenn irgendwas Unterstützer heißt. Er hat zusätzlich auch noch eine Special-Fähigkeit, wenn Tifa bereits auf dem Feld liegt. Ah, okay, also es ist auch sehr... Ah, da haben wir auch schon Tifa. Das ist übrigens ein sehr, sehr cooles Artwork, muss ich sagen. Auch mit 8000 Punkten. Sehr interessant, auch in mehrfacher Ausführung. Also alles scheint hier dreimal im Starterdeck zu sein, so wie es aussieht, was halt sehr gut ist, weil in vielen Kartenspielen muss man sich halt so oft die Starterdecks holen, wenn man wirklich jede Karte im Playset haben will. Dann haben wir hier einmal den Zorn Bahamut. Ja, das ist eine Beschwörung. Das ist keine Karte, die man so aufs Feld legt, sondern die legt man nur einmalig aufs Feld. Okay. Also auch, also ich muss auch sagen, von der Qualität echt hochwertig. Kommt jetzt nicht ganz an Force of Will ran, aber erinnert mich sehr an die Bushiroad-Kartenspiele. Haben wir natürlich in dreifacher Ausführung. Dann haben wir Red 8. Ist das Red 8? 13. 13.
Ach, X ist 10, nicht 5? Ja. Ah, okay. Römische Zahlen sind nicht so meins. Aber du kannst ihn auch Nanaki nennen. Nanaki heißt er. Okay, ja. Interessant. Mit 7000 Punkten. Dann haben wir Ifrit. Ist das Ifrit? Ja, Ifrit. Okay, kommt in fast jedem Final Fantasy Teil vor. Okay, eine sehr, sehr günstige Karte. Wahrscheinlich sehr gut fürs Early Game. Lest dir mal den Effekt durch. Exburst. Wähle einen Stürmer aus, füge diesem 400 Schaden zu. Also Removal praktisch, was wir hiermit haben. Kann ich mir gut vorstellen. Den haben wir tatsächlich nur einmal drin. Das ist die erste Karte, die wir jetzt nur einmal drin haben. Dann haben wir Schwarzmagier. Der sieht sehr süß aus. Ist auch wieder ein Effekt, dass er 4000 Schaden zufügen kann. Also das scheint sich sehr durchzuziehen durch die Karten. Dann haben wir Evokateur. Ein Standardkämpfer. Steht da drauf, Unterstützer. In zweifacher Ausführung. Dann haben wir den Samurai mit 6000 Punkten. Dann haben wir Hexer, der übrigens ein sehr ähnliches Artwork hat wie die andere Karte zuvor. Den haben wir in einfacher Ausführung. Und dann haben wir Knappe, das sind Stürmer. Okay, alles. Dann haben wir Vincent. Das bist du. Das bin ich. Also genau so sehe ich halt auch aus. Ja. Wenn Vincent angreift, erhält er Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Also krasser Typ, so wie ich. Auf jeden Fall. Finde ich ja witzig, dass hier eine Karte ist mit meinem Namen. Haben wir in dreifacher Ausführung natürlich. Das ist ja wohl das Mindeste. Vincent hat auch ein eigenes Spiel übrigens, ne? Ja? Ja, ein Ego-Shooter. Ich weiß nicht, ob es ein Ego-Shooter ist, aber irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Oh, das ist interessant. Dann haben wir Wedge, ein weiterer Unterstützer. Der hat auch diesmal so ein Full-Art-Artwork, weil ein paar Karten haben ja diesen weißen Hintergrund. Dann haben wir Jazz. Das sind scheinbar auch Artworks direkt aus dem Spiel entnommen, so wie es aussieht. Und die Karten sind teils recht dunkel oder sehr hell gehalten. Das finde ich sehr interessant. Das muss dann aber das Remake von Final Fantasy VII sein, das ja, nicht draußen ist. Weil das so HD-Grafiken hat, oder? Ja. Dann haben wir Barrett, auch in dreifacher Ausführung. Also die ganzen Stürmer sind sehr oft drin. Dann haben wir Biggs. Der sieht sehr cool aus. Ein Unterstützer haben wir auch in dreifacher Ausführung. Und dann kommen noch ein paar Stürmer. Der Dunkelritter, also so wie es mir vorkommt, sind die Karten auf den weißen Hintergründen, sind halt keine speziellen Charaktere, sondern wirken sowieso Soldaten, namenlose Soldaten so ein bisschen. Einigermaßen. Sie stehen nicht im Mittelpunkt des Jogos. Okay, also sie unterstützen praktisch die Schlacht. Und dann haben wir Karatekämpfer. Sieht sehr bedrohlich aus, auf jeden Fall. Standardkämpfer mit 8000 Punkten, also kommt tatsächlich auch an den Soldaten ran, an Cloud. Sehr interessant. Und dann haben wir noch einen Golem. Ein Golem, der kann sogar mit seinem X-Burst andere, wenn er blockt, verstärken. Das ist sehr cool und ich glaube, das ist auch die letzte. Nein, das ist tatsächlich nicht die letzte Karte. Decks sind ganz schön groß aus diesem Spiel, muss man schon mal sagen. Und dann haben wir noch zwei Mönche zum Schluss. Das war das Opening vom Final Fantasy Starter-Paket. Wenn ihr mehr zu diesem wundervollen Spiel mit diesen, hier zeigen wir nochmal die Hauptkarte, mit diesen wunderschönen Karten erfahren wollt, dann schreibt das unten in die Kommentare und ich werde mich bestimmt hier mit Sean hinsetzen und wir werden es bestimmt hinkriegen, euch das Spiel ein bisschen näher zu bringen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Opening hier bei Gate to the Games. Ciao!